ihr Lieben, schön, dass ihr in meiner Food Lounge wieder mit dabei seid. Ich habe heute für euch nochmal ein Erdbeer-Rhabarber-Rezept und zwar machen wir heute einen Erdbeer-Rhabarber-Joghurtkuchen. Und was wir dafür brauchen, das zeige ich euch jetzt. Wir brauchen 180 Gramm Butter, 150 Gramm Zucker, 270 Gramm Mehl, ein Päckchen Backpulver, das kommt auch gleich ins Mehl hinein. Dann ein Päckchen Vanillezucker, den geben wir in den Zucker hinein. 3 Eier, 130 Gramm Naturjoghurt, 4 Stangen Rhabarber und ein Schälchen Erdbeeren, so 250 Gramm. Als erstes geben wir die weiche Butter in eine Schüssel und schlagen die kurz auf. Ist die Butter schön cremig, so wie man es hier sehr gut sieht, kommt der Zucker mit dem Vanillezucker dazu und das Ganze wird so lange verrührt, bis beides schön miteinander verbunden ist. Jetzt kommen die Eier einzeln dazu. Das Mehl mischen wir mit dem Backpulver. Und dann kommt es nach und nach in den Teig hinein. Schaltet aber die Maschine etwas runter, sonst schwappt es über. Also bei mir hat es übergeschwappt. Wenn so gut die Hälfte des Mehls drin ist, kommt dann auch noch das Naturjoghurt dazu. Und das geben wir dann abwechselnd nacheinander in den Teig mit hinein und verrühren das Ganze. Jetzt müssten wir einen richtig schönen, kräftigen Teig haben. Wenn er euch zu feste ist, das kann locker passieren, gebt entweder ein bisschen Joghurt noch mit hinein oder was vielleicht noch besser wäre, ein bisschen Milch. Ja, der Teig kommt erstmal zur Seite, weiter geht's mit den Erdbeeren, die habe ich gewaschen, vom Strunk befreit und die werden nun geviertelt. Was ich noch sagen möchte, nehmt so 2, 3 oder vielleicht auch 4 Erdbeeren weg, die brauchen wir dann noch. Weiter geht's mit dem Rhabarber, den müssen wir natürlich waschen. Die Enden habe ich abgeschnitten und dann wird er geschält. Und das geht ganz einfach. Einfach als Messer ansetzen am Schnitt und die Haut abziehen. Oder die Schale, das hört sich vielleicht nicht ganz so brutal an. Die Schale vom Rhabarber abziehen. Geht eigentlich ganz einfach. Ist keine schlimme Arbeit. Ist der Rhabarber geschält, schneiden wir ihn so in gut, ich würde mal sagen 2-3 cm große Stücke. Und das machen wir dann mit den restlichen Rhabarbern auch. So sieht dann das Obst aus, wenn wir es geschnitten haben. Dann holen wir unseren Teig. Da kommt jetzt nicht erschrecken der Rhabarber und die Erdbeeren hinein. Und das Ganze wird untergehoben. Das ist ein bisschen schwerfällig, muss ich sagen, weil ja dieser Teig durch das Joghurt ein bisschen ja, schwer ist, aber das funktioniert ganz, ganz leicht. Ja, dann brauchen wir eine Backform, die hat meine hier hat jetzt 26 cm Durchmesser. Da kommt dann der Teig hinein und der wird dann gleichmäßig verstrichen. Jetzt habe ich noch so gut, ich glaube, das waren 3 Erdbeeren, nochmal geviertelt und die habe ich dann oben auf den Teig gelegt. Ja, und dann darf der Kuchen bei 175 Grad Ober- und Unterhitze für 55 bis 60 Minuten backen. Nach dem Backen lasst ihr ihn so gute 30 Minuten in der Form auskühlen. Und dann könnt ihr den Springformrand abnehmen. Und jetzt darf er komplett auskühlen. Wenn der Kuchen dann kalt ist, gebt ihr noch ein bisschen Puderzucker darüber und dann ist er auch schon fertig. Dieser Kuchen ist wirklich sehr saftig, also nicht erschrecken, wenn ihr ihn anschneidet. Er kommt so rüber, als wäre er nicht ganz durch, aber dem ist nicht so. Das ist einfach der Rhabarber und die Erdbeeren, die machen den so richtig saftig.
und das schmeckt richtig gut. Also denkt euch nichts dabei, das gehört so. Ja, das war dann nochmal ein Rezept zum Rhabarber, weil ich hatte noch ein bisschen was übrig. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst mir einen Daumen nach oben da, abonniert meinen Kanal und wir sehen uns ganz bald wieder. Dann wünsche ich euch noch einen tollen Tag, passt auf euch auf und bis demnächst. Tschüss!